Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Bioshock. Ja, da sind wir wieder. Da, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Das macht doch Sinn. Was? Hatten wir hier letztes Mal alles schon untersucht? Ich bin mir da nicht mehr sicher. Das ist doch schön hier. Ja, nimm die Scheiße doch, ey. Ja, Leute, was geht denn so bei euch? Was geht denn so bei euch? Ja, was ist denn da los? So, also wir sind wieder da. Letztes Mal haben wir ja hier den Spaß da ins Maul gehauen. Boah, und der hat ja gar nichts hier, ey. Wie sieht das denn hier so waffentechnisch aus? Okay. Sieht ja gar nicht so scheiße aus, würde ich sagen. Ja, ich habe nur leider... Ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich machen muss. Ja. Meisterpisser. Ja. 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 Ja, hör auf zu winken. Was ist das hier überhaupt? In einem Stuhl? Oder was? Ich drück dir gleich deinen Besitz vorhin, ey. Das zeig ich dir aber mal. Was haben wir hier Schönes? Irgendwie sammeln wir hier verdammt viel Geld. Da müssen wir doch irgendwann mal wieder loswerden dann, ne? Das Portemonnaie etwas zu dünn. Surgical Savings bietet Ihnen eine erschwingliche Finanzierung für jeden größeren Eingriff. Gefährliche Krankheiten warten nicht bis zum Zahltag. Warum warten Sie? Ach, alles klar, ey. Gefährliche Krankheiten warten nicht. Hört sich an, als ob da wieder ein Tunnel einstürzt. Mann. Dem am schnellsten wachsenden Schrotthaufen der Welt. Wow, was geht denn hier ab, ey? Ja, machen wir nochmal ein bisschen Angst. Eine Little Sister. Das ist die Gelegenheit für dich, an etwas Adam zu kommen. Nur du und ich. Und all das leckere Adam, das ich trinken kann. Halte dich von ihr fern, oder du bekommst die nächste Kugel ab. Wer bist du denn schon wieder? Er ist nur auf der Suche nach etwas Adam. Nur genug, um durchzuhalten. Ich lasse nicht zu, dass er meinen Kleinen etwas antut. Ist schon in Ordnung, komm. Ratte dich gar nicht vor. Jetzt nicht mehr. Dr. Tenenbaum hat dafür gesorgt. Bitte tu ihm nicht weh. Hast du kein Herz? Tja. Nette Predigt von dem skrupellosen Monster, das diese Kreaturen überhaupt erst erschaffen hat. Sie haben diese kleinen Mädchen doch in das verwandelt, was sie sind, oder etwa nicht? Hör gut zu, mein Junge. Ohne das Adam, das diese Dinger bei sich tragen, wirst du es nicht schaffen. Du musst dich entscheiden. Wer soll überleben? Du, meine Frau und mein Kind? Oder diese Mini-Frankensteins von Tenenbaum? Hier. Es gibt noch einen anderen Weg. Nimm das hier und befreie sie von ihrer Qual. Vertrau mir, ich sorge dafür, dass es sich auch für dich lohnt. Irgendwie. Ja. Mal komm, wir sind mal nicht so scheiße. Nein.
Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch, komm her. Ding, 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 ding. Danke, Mister. Danke. Der Weg der Gerechten ist nicht immer der einfachste, verstehst du? Aber du wirst den Lohn dafür erhalten. Hab Geduld. Zeit für die Heier, süßer Engel. Tannenbaum hält dich zum Narren. Diese Dinger sehen zwar aus wie kleine Mädchen, aber das ist auch schon alles. Um zu überleben, brauchst du so viel Adam, wie du kriegen kannst. Ach, halt dein Maul, Junge. Wenn du wieder mal auf so einem Gatherers Garten auf dem Mann stößt, nimm auf jeden Fall wieder ein, weil du bei Platine bist. Aber natürlich nur, wenn du mal ein Stück zurück. Da darf man was erwarten. Darum suchst du das Besondere. Okay. Verwandtsgäste verleihen auch Eve. Körperpanzerung verleiht sich nicht schnell, okay. Zorn, Zorn macht nur das, ist jemand anderen außer. Die anderen. Aha, das Kopf. Aha, ich verstehe, das verkaufen wir also mit Adam, ja? Ja. Eigentlich finde ich das ganz nice. Wie kann ich denn jetzt hier mal eben... Ich habe überhaupt keine Ahnung von dem Scheiß... Von dem Scheiß hier, ey. Ach, nee. Die Naht hätten wir und... Warte mal, das ist das. Nase ist hervorragend. Eigentlich wollte ich aber was anderes machen. Was ist das denn hier eigentlich alles? Wissen Sie, wenn ich Sie jetzt so ansehe, ich habe gar nicht bemerkt, wie in Ihrem Gesicht alles hängt. Skalpell! Wie bitte? Skalpell! Doktor, ein Lifting ist bei ihr nicht vorgesehen. Wir schneiden nur hier ein wenig. Ups. Doktor, hören Sie auf zu schneiden! Ups. Doktor! Doktor, hören Sie auf zu schneiden! Also irgendwie ralle ich das nicht. Was hab ich denn jetzt gemacht, Alter? Ja, das haben wir ja schon mal gehört gehabt. Irgendwie, wollte ich das eigentlich anders haben. Aber gut. Weiter geht's, würde ich sagen. Was soll der Spaß denn? Es ist toll für dich. So für dich, dass jemand ist so wichtig. Und danke für den Besuch. Wie lautet die größte Lüge der Welt? Was ist das brutalste und obszönste, das der Menschheit je angetan wurde? Du. Die Sklaverei? Der Holocaust? Die Diktatur? Dein Gesicht. Nein. Das Instrument, bei dem all diese große... Im Zirkus der Werte. Tschechischer Wodka. Geil, ey. Pistolenkugeln können wir auf jeden Fall noch welche gebrauchen. Kann man immer ein paar gebrauchen, ne? El amigo. Was ist jetzt hieran bitte anders? Ja, Senor! Du bist nun soweit. Zeit für dich ist, mit einem der Big Daddies aufzunehmen, Mim. Das wird kein Zuckerschlecken. Aber nur so kommst du an die Little Sisters an. Und an das Adam, das sie bei sich tragen. Ja, komm, nicht lang schnappen, komm bitte. Ja, sonst hast du auch keine Probleme hier dabei. Mein Gott, jetzt macht ihr noch kalt. Alter, was war das denn? Entschuldigung, tut mir leid, Digga, aber irgendwie habe ich mir das auch anders vorgestellt.
Komm her, Kleine. Komm mal her. Komm mal zu Papa. Komm mal her. Okay. Danke, dass du mir geholfen hast. Ja, kein Ding. Nur irgendwie, muss ich das nochmal ein bisschen hier anders hinkriegen. Achso. Ich war im Straflager und erst 16 Jahre alt, als ich erkannt habe, dass meine Liebe der Wissenschaft gehört. Ein Arzt hat an vielen von uns wissenschaftliche Experimente durchgeführt. Interessant. Manchmal hat er dabei Fehler gemacht. Interessant. Wenn ich ihn darauf hingewiesen habe, ist er zornig geworden. Dann hat er gefragt, woher ein Kind wie ich sowas wissen kann. Ich habe ihm gesagt, manchmal weiß ich es einfach. Da hat er geschrien, du musst es mir ja nicht sagen. Nun ja, habe ich gesagt, wenn Sie schon sowas machen, sollten Sie es wenigstens ordentlich machen. Interessant. Ich bin schön, jawohl. Sieh mich an. Was könnte man an mir noch besser machen? Durch Adam und mein Skalpell habe ich mich verwandelt. Aber gibt es nicht vielleicht doch noch eine Steigerung? Was ist, wenn ich zwar etwas noch Vollkommeneres erschaffen könnte, meine Vorstellungskraft dafür aber nicht ausreicht? Ja, würde ich sagen, hast du voll verschissen. An der Oberfläche erwarten die Parasiten, dass der Arzt sie umsonst heilt. Und von den Bauern wollen sie aus Nächstenliebe mit Nahrung versorgt werden. Der Parasit unterscheidet sich nur geringfügig von dem Bist du wieder am Notzugang? Melde dich, sobald du ihn erreichst. Ryan hat dich bemerkt und wird dich im Auge behalten. Bin mir nicht so ganz sicher, wo ich gerade bin. Jo! Ja, du Spast. Was war das jetzt? Wichser, ey. Hat er... Achso, ja, okay. Oh, Mary, du siehst aus, als könntest du eine Aufmunterung vertragen. Ich fühle mich gar nicht gut. Mir ist schwindelig. Wow! Ach, dir ist nur etwas trübselig zumute, Mary. Das ist der Plasmid-Blues. Du musst dich mit dem Splicen ein bisschen zurückhalten. Ich bin arm! Du bist tot, Junge. Die Arterie! Wie soll ich dir helfen? Schnell, verriegel die Tür! Ja, hat er mir jetzt immer gegeben, was ich unbedingt haben musste oder so? Sicherheitsalarm deaktiviert. Danke für Ihr Verständnis. Ich weiß zwar nicht wie, aber du hast es geschafft. Komm jetzt rüber nach Port Neptune. Ich freue mich schon drauf, dir die Hand zu schütteln. Bin unterwegs, Digga. Bin unterwegs, Digga. Ja, okay. Bleibt mir ja wohl nichts anderes übrig, oder? Oh, Leute, ich habe gerade richtig Kohldampf, ne? Ich komme gerade quasi erst gerade von der Arbeit, habe jetzt gerade mal so ein bisschen Hausarbeit hier erledigt und so. Und ich habe jetzt richtig Hunger. Aber ich habe mir gedacht, ne? Da ich heute auf jeden Fall zocken habe, Bock hatte zu zocken, habe ich mir gedacht, zockst du erst. Dann kannst du gleich, während das rendert und so, und wenn ich da zuschneide und hochlade, vielleicht auch heute schon ein oder zwei, dann kann ich in der Zeit gemütlich essen und Friends gucken oder was anderes gucken oder was weiß ich, Breaking Bad oder so mal gucken.